Und wenn du jetzt hier buddelst und auf einmal kommt da wirklich eine Zentnerbombe zum Vorschein, was machst du dann? Die fliegen ja quer durch die Luft, richtig? Wenn du da getroffen wirst. So, liebe Leute, wir sind mal wieder unterwegs heute in unserem schicken Ram 1500 im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Und wir sind in Kassel. Es geht nämlich um das Thema Kampfmittelräumung, Kampfmittelbergung. Und in Kassel wird nämlich ein Gelände gerade abgesucht, wo das Fraunhofer Institut so ein Forschungszentrum baut. Naja, und da man das nicht bauen will und anschließend hast du irgendwelche Beeinträchtigungen durch Kampfmittel, Munition, was da alles so gibt, wird das erstmal alles abgesucht. Und das gucken wir uns heute mal an. Hallo, André. Guten Tag, Stefan. Grüß dich. Kampfmittelräumung, kenne ich mich hier aus. Ich habe während der Uni längere Zeit auch mal in der Kampfmittelräumung gearbeitet. Deswegen fand ich es ganz interessant, mal bei Schollenberger vorbeizuschauen. Ich sehe nur, das sieht relativ wüst aus draußen und relativ groß, ne? Für so eine Gebäudefläche, was hier mal entstehen soll. Rund ein Drittel der Fläche kommt ein Gebäude hin. Der Rest sind Parkflächen, Lagerflächen, ein kleiner angrenzender Park für die späteren Mitarbeiter. Ist das ein Geländemodell oder ist das ein Luftbild? Das ist ein Luftbild von dem Gelände im September 2018. Habt ihr so eine Mengenermittlung gemacht? Das ist per Luftaufnahme die Mengenermittlung, richtig. An der Seite auch zu sehen. Das ist jetzt quasi auch mal wirklich live in der Praxis demonstriert, weil wir haben euch das ja im Steinbruch gezeigt, wie man mit einer Drohne Luftbilder macht, die als 3D-Modell dann auch für die Mengenermittlung oder für die Fahrwege. Genau, es geht darum, die Hauptwerke werden deklariert nach Z-Klassen. Z-Klassen ist was? Was in den Böden an Schadstoffe drin ist. Umso höher die Klasse ist, umso schlimmer. Jedes Hauptwerk wurde einzeln beprobt und später deklariert. Also es geht nicht nur um Kampfmittel, sondern es fängt schon viel früher an, dass man einfach auch gucken muss, okay, ist das Gelände kontaminiert? Und offensichtlich habt ihr auch da so ein bisschen was. Genau. Mich würde auch zum Beispiel interessieren, wie sucht ihr hier? Also habt ihr hier wirklich handgeführte Sonden, mit denen ihr sucht? Oder? Dann habe ich noch einen Kollegen, der die EDV-Sondierung hier vornimmt bei uns. Ich habe ein handgestütztes Gerät. Da sind 5 Sonden drin. Mit GPS-System sondiere ich dann die Fläche mit mehreren Sonden zur selben Zeit. Sieht aus wie auf der Trabrennbahn. Also so ein Ding. Fehlt nur das Pferd davor. Hier sehe ich so ein Trimble-Gerät, genau, das heißt GPS, ne? Genau. Hier hast du die GPS-Antenne. Richtig. Und hier hast du die Sonden. Genau, das sind die Sonden 1 bis 5. Das ist jetzt ein Sondenabstand von 25 cm. Ja. Wird meistens dann verwendet, wenn auf den abzusuchenden Flächen größtenteils mit Kleinmunition zu rechnen ist. Bei reinen Verdachtsflächen, wo man jetzt Bombenverdachtspunkte ausfindig machen möchte, nimmt man meistens einen Sondenabstand von 50 cm. Das ist die MX-Box. Die sendet ein WLAN-Signal. Hier auf dem Gerät, das ist ein PDA, da werden die Daten drauf gespeichert. Mhm. Die Daten werden auf den Laptop übertragen. Die Kollegen gucken da drüber, werten das aus. Das sieht aus wie mit so einer Wärmebildkamera so ein bisschen, ne? Ja. So mit also so Hotspots hier. Die Fläche ist jetzt extrem belastet, also nicht aushaltbar, würde man jetzt sagen. Wir würden dieses Gebiet dann zum Beispiel mit dem Bagger wieder abtragen, bis wir eine sondierfähige Sohle herstellen. Können wir uns das außen mal angucken? Aber natürlich. Ja. Das ist jetzt eine Fläche, die er jetzt hier mit dem 320er auskoffert. Das ist richtig. Wenn du hier reinguckst, das sieht ja schon wüst aus. Also hier siehst du auf jeden Fall, das ist kein gewachsener Mutterboden. Ne? Was ist das? Ist das kontaminiert oder ist das? Das ist durchsetzt mit Schlacke, mit Kohlengruß, mit Bauschutt. Wurde alles in diesem Boden hier verbracht. Wurden in Kassel nicht auch Lokomotiven und sowas gebaut? Genau. Die Firma Henschel zum Beispiel haben hier Lokomotiven gebaut. Hier wurden Panzer hergestellt. Und hier, wo wir stehen, war Güterbahnhof. Das war ein Güterbahnhof, das ist richtig. Und damit wahrscheinlich auch lohnenswertes Ziel, ne, für die Bomberverbände. Das war ein lohnendes Ziel, auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, wer von euch mal Bilder gesehen hat, wie Deutschland nach dem Krieg aussah. Kassel ist eine der am schwersten beschädigten Städte Deutschlands. 80% aller Gebäude liegen in Trümmer. Doch das Leben steht nicht still. Es gilt in kürzester Zeit, die Trümmer zu beseitigen und mit dem geringsten Aufwand an Baustoff neue Wohnungen zu schaffen. Ich meine, dann hatten die Leute natürlich auch erstmal was anderes zu tun, als den Boden hier zu verproben und wieder entsprechend umweltgerecht aufzufüllen, sondern dann ging es einfach nur um Aufbauphase, Bauschutt, Trümmerschutt einfach zu verfüllen. Das sind halt Relikte. Ne? Hier sehe ich auch Baumaterial, Ziegel oder sowas, was hier irgendwie... Genau, alles, was sie irgendwo gefunden haben oder was
durch die Bombardierung zerstört worden ist, was zum Auffüllen benutzt werden konnte, haben sie alles hier mit reingekippt. Und das macht es ja für euch sehr schwierig, ne? Das ist ja im Prinzip Störfeuer ohne Ende. Ja. Ihr könnt ja gar nichts detektieren, bevor ihr das nicht erstmal ausgekoffert habt. Genau. Ihr seid aber jetzt hier, wenn ihr auch nicht mit Hand, sondern mit dem Bagger arbeitet, immer sehr vorsichtig, ne? Also ihr haut hier nicht einfach rein? Nein, um Gottes Willen. Nein, wir ziehen hier wirklich sogar 20 cm ab, Schicht für Schicht, um größere Munitionsteile auch sehen zu können. Also der Baggerfahrer schaut auch, dass er nicht Munition in die Kelle nimmt und sie dann einfach nur wegschmeißt. Falls er irgendwas sehen sollte, bricht er auch sofort ab und sagt Bescheid. Wie viele Leute hast du hier im Team? Wir sind momentan 16 Leute hier auf der Baustelle. Wie verteilt sich das so? Wie viele Leute sind an der Sonde? Wie viele Leute sind auf den Maschinen? Wir haben 4 Bagger im Einsatz. 2 von Zeppelin und 2 eigene. 2 Radlader, die wir von Zeppelin noch haben. Ein 926 und ein 59. Zu jedem Bagger ist immer ein Pärchen dazu. Also ein Sondierer, ein Helfer. Und so setzt du das zusammen. Und wenn du jetzt hier buddelst und auf einmal kommt da wirklich eine Zentnerbombe zum Vorschein, was machst du dann? Die Mitarbeiter wegschicken. Ja. Das ist immer das Erste. Und dann würde ich runtergehen und nachschauen, um was für eine Bombe es sich handelt. Wenn es eine Bombe ist, die einen normalen Aufschlagzünder hat, ist es okay, dann ist es nicht ganz so gut. Ist es eine Bombe mit einem Langzeitzünder, dann wird es schon kritisch. Weil wir die Bombe bewegt haben, könnte der Zünder sich wieder aktiviert haben. Okay. Und das ist das Schlimme. Und das müsste ich dann zum Beispiel auch dem Räumdienst, der dann herkommt, um die Bombe zu entschärfen, auch sagen. Wir blenden euch gerade mal ein Bild ein, wie so ein Zünder aufgebaut ist, so ein Langzeitzünder. Das Problem ist, ihr habt da eine Säurekapsel aus Glas, da ist in der Regel Aceton drin und dann habt ihr Zelluloidscheiben. Und je nach Dicke dieser Zelluloidscheiben ist eben die Dauer der Zersetzung und wenn diese Zelluloidscheiben dann weg sind, dann geht nämlich die Feder mit dem Schlagbolzen durch, ne? Mit der Zündnadel und dann macht's halt Peng. Und das ist im Prinzip jetzt auch eure Herausforderung oder die Gefahr, denn ihr habt die Bombe bewegt, dann könnte wieder was in Gang gesetzt worden sein. Genau. Wenn du jetzt da die Bombe siehst, die wird dann freigelegt, damit ihr das schon mal bewerten könnt, was ist es? Ja. Bist du da noch aufgeregt? Einen höllischen Respekt. Wenn ich davor sitze, ist mir flau im Magen. Ja? Also immer noch so? Immer noch. Ist egal, welche Granate ich nach so und so vielen Jahren immer noch finde. Es ist immer noch das Gleiche. Also es ist ein ganz ungutes Gefühl, wenn man vor so einem Ding hockt und man weiß, was da drin ist. Und man weiß, was passieren könnte. Ja. Die generelle Anzahl an Blindgängern, wie hoch war die? Man könnte sagen, so zwischen 15-20% der Bomben sind nicht detoniert. Und hier habt ihr 320E mit einer Kabinenpanzerung, steht auch dran, Kabinenpanzerung nach BGI 833. Genau. So, und da komme ich hier mit einem kleinen 500-Gramm-Hammer nicht mehr durch. Na, das reicht auch kein 5-Kilo-Hammer aus, um da durchzukommen. Nee? Habt ihr schon probiert? Nein, noch nicht probiert, aber... Ich habe jetzt leider keinen 5-Kilo-Hammer, sonst würde ich da gerne mal draufhauen. Selbst wenn jetzt hier eine Granate mal umsetzen würde durch die Splitterwirkung, bestand für ihn keine wirkliche Gefahr. Das ist korrekt. Die Antipanzermine lässt den Bagger erzittern, doch dem Fahrer ist nichts passiert. Habt ihr das gemacht oder habt ihr die dann so angeliefert bekommen? Wir haben die von Zeppelin so gemietet. Die bauen diese Panzerscheiben an. Man sagt vorher Bescheid, dass man das braucht und dann... Ist das kein Problem? Das ist überhaupt kein Problem. Ich höre schon im Hintergrund die Kollegen hier, das kenne ich nämlich noch von früher, den Ton auch, der hat sich nicht geändert. Nein, der hat sich nicht geändert. Die haben jetzt die Sonden, die suchen jetzt Metall. Genau. Hier wird der Boden auf einer Höhe von 20-30 cm aufgetragen und mit diesen sogenannten Minensuchgeräten abgesucht, um Kleinmunition herauszufiltern. Findet ihr hier was in dem Bereich, so Kleinmunition? Wir haben hier in diesem Bereich schon Hülsen gefunden, Splitter. Unter anderem auch normalen Zivilschrott. Das ist so wie so ein Stück Eisenbahnschiene oder sowas, ne? Ja. Ja. Das heißt, wenn du sowas im Boden hast, das ist wahrscheinlich auch schon vom Magnetfeld ganz ordentlich, das, ja, das ist richtig. Strahlt gut rein, ne? Das strahlt richtig gut rein, ja. Und wenn du sowas hast jetzt von oben und hast so eine Messung, da kannst du eigentlich nicht sagen, ob das jetzt vielleicht doch eine 8,8er Granate oder sowas ist, könnte das ja auch sein, oder? Oder würdest du das jetzt von so einer 8,8 unterscheiden können? Nein, wenn das? Auf keinen Fall. Nee, ne? Auf keinen Fall. Die Jungs müssen alles ausgraben, angefangen von der Eisenbahnschiene bis hin zu einem Kronkorken oder Silberpapier. Sowas wird dann aus dem Boden rausgeholt mit der Hacke, händisch, weil das könnte auch eine Patronenhülse gewesen sein.
in der Messung, das ungefähr. Ne? Wenn du dann suchst und du findest nur Schrott, dann ist schon nicht so schön. Da freut man sich schon mal, wenn man mal wieder irgendwie eine Patronenhülse findet oder ein bisschen Kleinmunition. Ja, das stimmt. Also wenn man dann tagelang nur Draht gefunden hat oder Nägel auf einem alten Acker, auf einer alten Wiese, war das sehr frustrierend gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann so ein Stück Munition in der Hand zu haben, die man dann gefunden hat, das war dann ein Erfolgserlebnis. Wenn jetzt hier Patronenhülsen oder sowas wären, die würden schon hier separat in einen anderen Eimer Wir haben gelagert. Hier den Unterschied, wir haben hier einen schwarzen Eimer und einen roten Eimer. Ja. In den schwarzen Eimer kommt der Schrott, den die Jungs erkennen, dass es Zivilschrott ist. In den roten Eimer kommt das, was erkennbar als Munitionsschrott, Waffenteile oder was die Kollegen, Mitarbeiter nicht erkennen. Da vorne ist hier ein ganz neuer, ist das ein 323? Das ist ein 320 New Generation, das ist einer der neuesten Bagger, den Zeppelin mit im Programm hat. Auch mit Panzerglasscheibe vorne? Genau, auch mit Panzerglas. In der Kampfmittelbeherrung ist das eigentlich Vorschrift, dass vor jedem Bagger oder vor jedem Radlader Panzerglas zu montieren ist. Das heißt, ihr habt ja auch gar keine Wahl, mal irgendwie zu einem Vermieter zu gehen, der da jetzt auf den Bedarf gar nicht vorbereitet ist, oder? Diese Panzerglasscheiben, die an diesen Baggern montiert sind, haben Wartezeiten teilweise bis zu 12 Wochen. 12 Wochen? Bis zu 12 Wochen. Auch bei Zeppelin? Wenn ich einen Bagger anbieten möchte bei Zeppelin, dauert das maximal 3 Tage. Dann habe ich den Bagger komplett gepanzert, so wie er sein soll. Nach 3 Tagen? Nach 3 Tagen. Spätestens. Krass. Next Generation, den bin ich auch schon gefahren. Der hat ja auch diese Systeme, dass du halt Grabtiefe einstellen kannst und dann mit Automatik und Schwenkradiusbegrenzung. Da hast du aber ein bisschen Angst, ne? Nutzt ihr solche Funktionen bei dem neuen? Wenn wir zum Beispiel direkt in der Stadt arbeiten müssten, würde der Baggerfahrer es definitiv auch nutzen. Ja? Wir hatten hier vor kurzem über Zeppelin noch eine Schulung gehabt auf diesem Bagger, weil er eben nagelneu ist. Dass auch unsere Maschinisten auch damit auch klarkommen und auch wissen, was dieser Bagger mittlerweile kann. Ja. Also der macht richtig Spaß, der Bagger. Du bist aber auch so einer, dir macht das Spaß, ne? Weil viele der Zuschauer, die schreiben dann, ach, das ist ja kein Baggerfahren mehr, richtiger Baggerfahrer braucht das nicht, will das nicht und so weiter. Doch. Ich finde... Ein bisschen Hilfe, also direkt Hilfe, doch. Ich fahre ja auch mit Tempomat im Auto. Ist ja nicht so, dass ich nicht alleine Gas geben könnte, aber es ist entlastet so ein bisschen, relaxed so ein bisschen. So, das heißt 320, 320E... Da noch ein 319D, das ist von euch eine Maschine. Genau. Merkt ihr Unterschiede vom Spritverbrauch in eurem Einsatz? Auf alle Fälle. Ja? Also, wenn ich den 319er nehme und nehme den 320, die New Generation, ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich muss bei den 319 alle 2 Tage tanken. Ja. Mit dem New Generation komme ich eine ganze Woche durch. Bei der gleichen Leistung. Ist kein Scherz. Moment, du sagst 2 Tage und die Woche ist 5 Tage. Ja. Nee. Echt? Ja. Krass. Stefan sagt mal gerade, der Unterschied zwischen den beiden Geräten, rund 10 Jahre, aber im Verbrauch himmelweiter Unterschied. Falls von euch auch Leute sind, die Bagger auf der Baustelle bewegen, die auch ganz neu oder vielleicht schon ein bisschen älter sind, könnt ihr auch mal unter das Video schreiben, wie eure Erfahrungen mit dem Spritverbrauch oder mit der Entwicklung des Spritverbrauchs sind. Was war denn das Aufregendste oder das Abgefahrenste, was du mal gefunden hast? Das Abgefahrenste? Das war eine Büste gewesen von Adolf Hitler, ca. 1/2 Meter hoch. Halben Meter? Aus was für Material? Messing oder Bronze? Aus Bronze. Krass. Ja. Na gut, Schrottpreis war wahrscheinlich... Wahrscheinlich musst du da noch aufpassen, dass das Zeug nicht in irgendwelche Kanäle kommt, wo es dann an irgendwelche... Das wurde zerstört. Sonst noch irgendwas? Vor 2 Jahren in Hamburg. Teile einer B17 gefunden. Krass. Was für Teile? Reifen, das Fahrwerk, also komplett gefunden. Leute, B17, Flying Fortress, ne, war damals mit, ich glaube sogar der größte Bomber der Alliierten, blenden wir euch gerade mal ein. The aeroplane that had crashed during testing back in 1937 and was almost never built, had become a war winner. Ich dachte ja, heute würde mal was Größeres gefunden, aber leider oder zum Glück vielleicht nicht. Aber Stefan, du hast mir jetzt mal so einen Bombensplitter mitgebracht, ne? Ja, genau. Von was für einer Bombe ist das, von der Größe her? Also schätzungsweise würde ich mal sagen, also 250 Kilo aufwärts wird es auf alle Fälle gehabt haben. 5 Zentner ist schon ungemütlich, ne? Ja. Wenn die detoniert. Genau. Und die ist ja offensichtlich detoniert. Die ist zu 100% detoniert. So, sind die Kanten noch ziemlich scharf. Die Kollegen, die fliegen ja quer durch die Luft. Richtig. Wenn du da getroffen wirst, also ich würde mal sagen, wenn so einer auf einen Menschen drauf zufliegt, das überlebst du nicht. Das überlebst du nicht, nee. Definitiv nicht. Nee. Weil was ist das für eine Wandstärke, so eine Bombe? 5 mm, 6 mm? Na, die hat schon 10 bis 12 mm Stärke hier. Und man muss sich immer noch vorstellen, dass die, wenn die explodieren, auch noch heiß sind. Diese Bombensplitter. Also die werden richtig rotglühend heiß. Rotglühend? Ja. Eine Bombe explodiert und in der kurzen Zeit von Millisekunden wird die Wandung
rot glühend. Ja. Das hat er jetzt seit 44, 45, was auch immer, in der Erde gelegen. Und das ist ja nicht weggerostet. Das ist ja auch, daran siehst du ja auch, wie massiv das ganze Material ist. Ne? Ja. Krass. Ja, liebe Leute, ich will jetzt die Kollegen hier von der Kampfmittelräumung noch ein bisschen weiterarbeiten lassen. Aber mal wieder super interessanter Jobreport. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich bewege mich jetzt nach Hause. Es ist nämlich ein bisschen kalt geworden. Und bleibt mir treu. Tschüss und bis dann.